Hallo und herzlich willkommen zurück zur Familie Lemoncake. Oh, wie sie beide lachen. Falls euch irgendetwas ganz komisch vorkommt, wundert euch nicht. Was hat sie? Sie zockt eine Runde, Bitblock. Okay, das darf sie. Falls euch irgendetwas komisch vorkommt, ich hatte vorhin schon eine Aufnahme gestartet. Also für mich ist es vorhin, für euch wird es nie passiert sein. Warum isst du das nicht? Hä, was? 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 Streng vertrautes Geheimnis? Was? Nein, jetzt fordert das. Radhähnchen essen. Geile Musik. So, ja, mein Inventar war irgendwie im Arsch. Und dann habe ich irgendwie den Spielstand neu gestartet. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet. Und dann ging Sims gar nicht mehr zu starten. Und irgendwie ging alles total auseinander. Aber jetzt scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Ich kann Dinge verschieben und verkaufen. Und alles ist wieder okidokiloki. Nur leider konnte ich jetzt, glaube ich, mit Cranny... Oh Gott, wieso ist sie so müde? Mit Cranny jetzt nichts verkaufen. Weil es jetzt einfach auf Arbeit gegangen ist, die blöde Kuh. Aber so ist das manchmal. Ja, schnüffle mal dran. Und fleißig arbeiten. Arbeite fleißig, Cranny. So eine Beförderung wäre schon ziemlich neat. Und deine Leistungen sind auch ziemlich gut. Und das wird schon was. So, sie ist immer noch krass am Zocken. Ja, sie ist angespannt, weil sie einen Haufen Hausaufgaben hat. Nein, hab Spaß. Oh, sie guckt sehr verbittert. Diese Hausaufgaben. Oh. Ja, meine Liebe, mach einfach weiter so. Du musst danach immer aufs Klöchen mit deinem Popöchen. Sieht mit Spaß aus. Ach, das ist schon voll, ne? Wie schnell der Spaß mit dem Ding hier voll geht. Das ist unglaublich. So, verwenden. Dann lass das Spiel mal. Und danach... Öffnen. Nimmst du dir auch noch ein Stück. Ein Gericht nehmen. Und ach, Mathilda, ne? Tischschmuck wurde nicht geliefert. Improvisierten Tischschmuck basteln. Das kennen wir ja schon. Leistungsverbesserung klein. Ach ja, angespannt. Kann man irgendwas dagegen tun? Ja, aber... Ich weiß nicht. Dann mach halt die Hausaufgaben. Und du hast hier gerade den Spaß deines Lebens, hä? Ja. Du siehst schon so aus. Verwende das mal, meine Liebe, und dann schreib mal ein Buch. Mach einfach mal. Einfach mal so, just wo du los, ein Buch schreiben. Schreiben. Weiterschreiben. So richte deine Augen auf dich. Ja, mach das mal zu Ende, meine Liebe. Und das kann man jetzt mal so ein bisschen vorspulen. Ich muss mal also ein bisschen hier positionieren. Du futterst jetzt, danach darfst du deine Hausaufgaben machen, meine Liebe. Es tut mir ein bisschen leid für dich jetzt. Aber ich denke, es würde gut tun. Hey. So. Man kann ja noch nicht sehen. Aber es hat nicht, glaube ich, schon mal einen Balken geworden im Kopf. Aber jetzt ist sie nicht und wir können auch mal ein bisschen züchten. Und verkaufen. Ist auch ein bisschen Geld dazu kriegen. Vielleicht machen wir bei Mathilda. Frosch zwischen und rüber. Okay. Sehr gut. Oh, sie ist schon. Achso, was heißt schon? Sie hat 4 Stunden dafür gebraucht. Alter Schwede. Du kannst ja mal, meine Liebe. Ein surrealistisches Gemälde malen, bitte. Einfach nur so. Und nebenbei zuhöre. Berieselung. Mach einfach mal. Und diese schreibt hier immer noch. Ach, das Ding, ne? Das ist echt krass. Das ist voll der krasse Shit. Eigentlich braucht sie dafür ein größeres Zimmer. Das Ding ist so geil. Man könnte ja eigentlich. Mir fällt gerade so ein, wartet mal, Leute. Stop! Warum habe ich das eigentlich nicht schon eh? Man kann ja eigentlich. So. Hallo, schönes Ganze. Ja. Ja, ist natürlich jetzt kacke, wenn das entweder so oder so ist. Aber manchmal. Warte, kann man das so ein bisschen. Nee, das geht ja dann nicht. Ist dann halt so. Ja, ist auf jeden Fall ihr Zimmer. Es wirkt auf jeden Fall um einiges größer. Kann man ja mal sagen, ne? Huch! So. Doch ein bisschen arg an die Wand gequetscht. Das macht man lieber nur so. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass das dann so dran ist, aber ist doch irgendwie besser. Da hat sie auf jeden Fall auf
hat das Zimmer vom Anschein her eine größere Wirkung. Ja, jetzt wirkt es auch ein bisschen fair gegenüber dem Zimmer von Sophie. Ich weiß nicht, warum ich da nicht eher schon drauf gekommen bin. Da können wir hier vielleicht auch noch ein schönes großes, wieder einen schönen großen Spiegel hinhängen. Oder noch ein schönes großes Fenster oder so. Gucken wir mal, wie wir das dann machen. Und auch hier vielleicht noch so ein bisschen dann umräumen. Dass wir vielleicht das ein bisschen nach hier schieben, dass hier noch mehr Platz ist. Oder direkt das. Man kann hier doch bestimmt noch irgendwas in die Ecke machen. Wenn ich sogar direkt den Rechner in die Ecke. Und hier machen wir noch eine Spielecke oder. Ich weiß noch nicht. Bringt auf jeden Fall wieder mehr Fläche, um irgendetwas zu machen. Kann man das auch so? Nein. Gut. Und du machst ja ein so realistisches Gemälde. Was machst du überhaupt? Dein realistisches. Ich glaube, es war ein realistisches. Ich weiß gar nicht, was ich ihr gesagt habe, was sie machen soll. Auf jeden Fall geht der Spaß hoch. Das ist die Hauptsache. Oh, wir retten. Errungenschaft. Warte. Warte mal, ganz kurz gucken, was das hier ist. Christina Roth, aha. Okay. Sprichwörtliches Genie. Lasst einen Sim den höchsten Level in der Schreibfähigkeit erreichen. Mathilda, du bist ein Genie. Weißt du Bescheid, ne? Aber dein Buch ist trotzdem noch nicht fertig, ne? Dann schreib mal zu Ende. Oh, du bist traurig, mal wieder. Warum nicht? Die machen auf jeden Fall beide hier Zeug, ne? Das ist voll den ihr Shit. Wer angelt hier so? Kenn ich sie? Daniel Heck. Und Markus Klee. Oh, das sieht aber schnucklig aus, ne? Da wäre vielleicht auch was für Sophie. Nur da ist ja schon ein Erwachsener. Angelt hier irgendjemand? Nein. Und sonst so, das ist wieder hier die Gruseltante. Genau, sieht man schon aus der Ferne, wenn das so eine Gruseltante ist. Und sonst niemand hier unterwegs. Mensch. Traurig. Okay, was haben wir gehabt? Wir haben Freitagabend. Junge. Freitagabend. Weißt du was, Sophie? Wir haben Freitagabend. Wir gehen mal in den Park. In den wunderschönen Park. Da gehen wir hin. Warum können wir nicht mit das gehen? Sim ist nicht verfügbar für eine Reise. Warum? Was denn? Warum können wir nicht mit dir reisen? Ich dachte eigentlich, sollen wir das denn mal wieder was machen? Warum hat er keine Zeit? Muss da. Nee. Sim ist hier, ja. Ich möchte gerne das Reisen abbrechen. Kann sie ihn denn mal einladen? Einladen, hier abzuhängen. Was denn? Ja. Geht das nicht? Ich lasse sie mal noch zu Ende. Ah, das macht sie nebenbei. Oh, das sieht da geil aus. Das ist ein Wagenrad. Dustin Krubel wird gleich da sein. Oh, da ist er ja schon. Gnadenlos kitzeln. Hilfe. Warte, bist du da hinten? Was? Liberty Lee, na gut. Dann sei Liberty Lee. Oh, jetzt guckt er wieder Bitblock. Bong bong. Du sollst ihn gnadenlos kitzeln, meine Gute. Du erzähl mir einen schmutzigen Witz. Wer bist du? Ach, wieder dein Geoffrey. Oh, wie sexy sie ist. Ach, Geoffrey. Da muss ich immer überall mit reinhängen. Keiner mag dich, Geoffrey. Ach, du nervst. Können wir jetzt vielleicht irgendwie mal mit Dustin hingehen? Gerade eben wollte er ja noch nicht. So, jetzt geht's. Gehen wir mit Dustin in den Park. Dustin. Just the Dustin. Dustin, Justin. Mit Kamera schlagen kannst du uns hören. Okay, gut. So, jetzt sind wir hier. Oh, Star ist auch da. Hey, Star. Und tratschen. Quatsch einfach mal alle miteinander. Tag verschönern. Mach doch mal hier so lustiges Gemeinschaftsgespräch. Genau. Sehr gut. Tratschen. Ich mag sie echt. Oh. Ich finde, die sollten beide echt bessere Freunde werden. Wie sie guckt.
Was hat sie denn kennenlernen? Gerne Blasch. Kenne boy. Cool. Das sind die Geschichte erzählen. Fibberwurm. Vorgeben, geohrfeigt zu werden? Von mir aus? Aber irgendwie ist das gerade so super, ne? Ich bin gerade irritiert. Wir müssen jetzt... hier. Oh, das war lustig, ne? Oh. Und wo auch wegen wenig Energie und so, ne? Tag verschönern. Mach mal hier lustige Sachen. Das Haus brauchen wir wieder ein bisschen sozial. Ästhetik beschreiben. Was, die Strennen? Wie jetzt? Wieso war da... Probleme beschweren? Gemein? Wieso kann man sich... Oh nein, wir trennen uns nicht. Gemeinsames Foto machen. Wir können ja mal tatsächlich mal ein gemeinsames Foto mit ihm machen. Telefonstreich. Oh, lustig. Foto machen. Hä? Ist Aaron auch hier irgendwo? Weil mit ihm konnten wir irgendwie anscheinend auch ein Foto machen. Nee. Komisch. War anscheinend... Ein Fehlschluss. Oh, geht sie? Oh, ach, die beiden. Oh nee, das geht nicht so gut. Das ist, glaube ich, zu abgeschnitten. Kriegt da kaum beide die Augen auf den allen drauf. Seht ihr das? Kleber mal lieber so. Dem Format. So. Mach mal ohne Blitz. Ohne Blitz. Foto. Einschlagen. Nach Tag fragen. Wieso will sie nicht? Ja. Dann halt nicht. Über Interessen reden. Insiderwitz. Machen wir mal hier so ein bisschen lustige Sachen. Rumblödeln. Sie kann ja mal hier was futtern. Lustig vorstellen. Da bist du. Ach, du bist der geile Typ von vor uns, ne? Also, in Anführungszeichen geil. Wer bist du da hinten? Mike Niesen. Mike Niesen. Er will mal niesen. Na egal, lass mir das. Oh, was macht ihr jetzt hier? Rumblödeln. Dann blödelt noch ein bisschen rum. Oh, sie ist echt müde, ne? Ja, wir kriegen das schon noch. Wie lange blödelt ihr denn rum? Stell dich den beiden mal vor. Und danach kannst du ihn dann mal... Geht es nicht? Wieso kannst du ihn nicht herbeirufen? Ach da! Wieso kommt denn immer so Strennen? Nein, trennt euch nicht! Hä, wieso geht sie? Fröhlich vorstellen! Wo ist das denn? Ach da. Das denn? Komm mal her. Klopf, klopf, jetzt machen. Outfit zeigen. Was denn? Lass doch nicht einfach weg. So, okay. Mal ein paar Leute kennenlernen. Oh. Was ist denn los? Beleidigen? Über Nachbarn tratschen. Kennenlernen. Kann ich ihn auch kennenlernen? Über alles beschweren. Was ist denn los? Fade Umgebung. Unpraktischer Kommentar. Warum hat so viel das gesagt? Oh nein. Flint. Samba. Oh, jetzt geht sie.
Na du? Wie hast du zu ihm hochguckt, so wie, was bist du denn für ein Volljunk? Idiot. Hunt over. Naja, okay, lass mir das. Ich dachte irgendwie, es war eine gute Idee, das im Plaudern Bewunderung ausdrücken. Naja, okay, schau, das war mal eine gute Idee, hier was zu machen, aber irgendwie war es das nicht. Oh, das sind Sätze schon, wir gehen direkt. Okay, lassen wir das. Ich dachte mal so ein bisschen Action im Park, aber vielleicht sollten wir doch lieber wieder Party machen. Nein, ohne Leute, wir gehen einfach so hier hin. Hey, wer hat die Tür abgeschlossen? Lass mir schreien. Weise unerwünschte Gäste zurück in die Schranken, indem du Türen aufschließt. Yay! Yeah, das ist neu. Oh, Wandkunstwerk. Mach doch mit dem Mikroskop. Oh. Und sie guckt so. Ich hasse mein Leben. Ich geh schlafen. Und du? Du bist, machst ja Vollfett-Party oder was? Na, dann mach Vollfett-Party. Ihr seid dir gegönnt. Was machst du jetzt? Oh, na, wenn das dir mehr Spaß macht. Wir machen das hier mal aus. Ich muss ja schon mal alles ansehen hier. Xabalot. Och. Sophie. Nein, wir müssen es jetzt bewundern und danach kannst du schlafen, meine liebe Kokette Annette. Oh, nein, sie ist noch. Zurück nach Hause. Aber ist sie jetzt noch arbeiten oder wo ist sie? Ach, da. Oh Gottchen. Oh Gott, warte mal, geh erstmal aufs Klo. Ach du Kacke, sie ist ja voll im Eimer. Aufs Klo gehst du. Danach isst du was. Ein Gericht nehmen. Warte, was hast du noch? Und Spaß brauchst du. Bitblock. Seht ihr, ist ja schon spaßvoll. Und geht ihr aufs Klöchen? Und danach isst sie auch was. Sie hat Energie, fand ich noch total voll. Was geht ab mit dir? Meine Güte, Mathilda. Ein Gericht nehmen. Und danach schreibst du bitte noch ein lustiges Buch schreiben. Entschuldigung, ein Genrebuch. Ein Krimi. Mach einfach mal, ne? Was hat sie hier? Hausaufgaben beenden. Das machen wir bestimmt irgendwann mal. Pool kaufen. Nein, ja, wo soll man denn hin tun? Hier? So eine kleine Ecke oder was? Hier so? Komm. Da haben wir gar keinen Platz. Wir haben nur dieses Grundstück hier und das wird fast vollständig von dem Haus ausgefüllt. Ah ja, sie ist glücklich. Ah, jetzt können wir mal das ganze Deckel verkaufen. Da war ja der Bug, wo es nicht ging, aber jetzt dürfte das hier alles ganz tutti sein. Ja, sieht sehr gut aus. Krieg mal ein bisschen Geld zusammen. Wir sparen nämlich jetzt auf einem besseren PC für Mathilda, die gute alle Nuss. Ich könnte ja eigentlich, ne? Hier das so hinstellen. Ganz ehrlich, dann kann sie da vielleicht nicht mal schnippeln. Ist gerade so mal meine Idee. So. Ach, den kann man auch noch verkaufen. So. Warte. Du kannst ja über Interessen reden. Mit Noten prahlen. Quatsch mal so ein bisschen nebenbei miteinander. Das wäre ganz nett. Oh, so ist alle Augen auf dich. Das könnten wir auch mal verkaufen. Einen Verlag verkaufen. Oh, wir könnten das ja auch mal an den Literaturzirkel schicken und danach an den Verlag verkaufen. Sehr schöne Sache das. Und danach kann sie dann ihr Buch schreiben. Ja. Ja, das tut sie. Und schreiben, Junkerbuch und der Krimi. Okay, lass jetzt mal ein bisschen spulen, damit sie auch mal ihr fertig essen. Sie pennt noch weg am Ende. Oh Gott, ihr Spaß. Guckt euch mal ihren Spaß an. Das ist ja mal voll für den Arsch. So. Die zockt jetzt erstmal hier oben eine Runde. Habe ich irgendwo mal gelesen, dass sie das tut. Wo? Oh, wir haben Grannys Bett verkauft. Ups, das... Oh, da ist es ein Haushaltsinventar. Ja. Ach, ich dachte schon. Hallo? Ja, so. So. Das ist ja wieder. Noch kann sie dann noch schlafen. Aber erstmal zockt sie hier, bis sie einigermaßen... Oh, guck mal, wie schnell der voll geht. Man kann da richtig zugucken. Lass mal sehen, wie schnell das hochgeht. Schaut euch den Chat mal an, ne? So. Kein Weg zurück, nein.
Der Killer Wellensittich. Das ist übrigens der Cousin vom Killerpudel. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt geht's mal schlafen. Und sie, wer braucht Schlaf? Mathilda braucht keinen Schlaf. Die rockt die Scheiße hier die ganze Zeit. Und hat immer noch ihre beste Freundin, die... Wie hieß sie denn? Ich glaube, mit Nachnamen hieß sie Sommer. Ich habe schon den Namen von ihrer besten Freundin vergessen. Wie bin ich denn eigentlich hier drauf? Monika Sommer. Immerhin habe ich mir den Vornamen gemerkt. Oh, Monika ist eine Einzelgängerin. Und eine Kunstliebhaberin. Die würde sich gut mit Sophie verstehen, glaube ich. Oh, dann ist wieder Kevin. Na doch, Kevin. Na, Kevin Lörer, den gern wir doch. Wer rennt hier noch so rum? Wer bist du? Ach, wieder irgendeine Rentnerin. Auch kein Mensch. Rentner. Oh, hier angeln ein paar auch noch. Bist du? Janette. Mariana. Geht so, ne? Immer die gleichen Gesichter und auch viele No-Names. Ja, schade. Naja. Alles klar. Oh Gott, sie muss pieseln, ne? Huch. Verwenden. Schlimm ist es denn schon? Nein, es geht noch. Danach kann sie mal ein Düschchen nehmen. Und danach könnte sie mal. Also schön nochmal ein Gericht nehmen. Ich glaube, danach ist alle, ne? Danach ist fini. Nee. Nein. Nein. Ja. Hä? Das ist der magische Raum, wo kein Teller stehen darf, oder was? So. Danach kannst du das hier extrahieren, das hier extrahieren und wenn wir einmal dabei sind, auch noch das hier extrahieren. Aber vorher schläfst du noch aus. Ach, wir haben ja noch die lustigen Fotos. Stimmt, die können wir an unserer lustigen Fotowand machen. Da, oh, geil, ist mit Dustin. Da machen wir noch ein paar Dustin-Fotos dazu. Guck mal. Jetzt haben wir hier Qualität normal. Ein bisschen hoch. Hier in Hochkant. Machen wir mal ganz kurz das Licht hier an. Licht an. Da. Ah, da. Einschalten. Dieses Licht. So. Boah, wie war denn das? bb.moveobject. Geht das jetzt? Dann bin ich. Warte mal, ich mach das erstmal an die Wand alle. Spannende Spannung. So. So. Das hier ist scheiße geworden. Schlecht. Kann man gleich mal wegmachen. Das hier ist verwackelt geworden. Na gut. So, gucken wir hier mal ganz kurz. Das hier gefällt mir nicht. Aber das hier, das ist so schön. Hä? Muss ich vorher noch Testing Sheets anmachen? Ich weiß das gar nicht. Testing Sheets. Ich hab schon vergessen, wie das war. So, probier's nochmal. BB. Das ist gut gemacht. Ich weiß immer nicht, was die Webseite davor ist. Move. Ich bin so ein dummes Rindvieh. Objects. Ja. So. Ich finde das so affig, dass man das hier sonst nicht frei positionieren kann. Ich finde das so toll. Schade, dass es immerhin nur so das gleiche ist, ne, vom Motiv her. Und nochmal eins hoch und das hier gefällt mir nicht. Okay. Sie kann ja vielleicht mal direkt auch mal Fotos von ihren Freunden machen, okay. Warteschlange von Sophie ist voll. Ich muss ja einfach nur hier und dann so. Und sie wacht kokett auf und geht kokett aufs Klo. Das darf sie. Wir haben auch Samstag und so. Und bald kriegt sie einen neuen Rechner und kriegt Sophie den alten von ihr. Können wir dann hier vielleicht in die Ecke stellen. Hat sie dann hier voll den krassen High-End-Rechner und die liebe Sophie. Huhuhu, wie sie sich freut. Was macht sie denn? Sie schreibt einfach nur. Ich kann mich ja schon nur so übers Schreiben freuen. Mensch. So. Genau, duschen und dann noch was futtern, wie bei Mutter. Und oh, dieser Fettkohle, das ist echt krass. Oh! Oh! Stop!
Kuss hauchen. Ich hab das gar nicht gesehen. Wer ruft an? Nein. Wir müssen mit das den krassen Shit machen. Du futterst doch nebenbei was. Jetzt hol nicht so rum. Ja, Anmachspruch. Mhm. Herzen kommen, das Kompliment machen. Romantik, Händchen halten. Was hast du jetzt hier eigentlich alles in deinem lustigen Inventar? Lustige Steine. Kann sie das eigentlich auch irgendwie wegschicken? Nein, kann sie nicht. Irgendwie einen Georat oder sowas. Na gut, dann nicht. Dann verkaufen wir das einfach. Warum nicht? Gibt Kohle. Dann muss ich gleich für Glück mal ein paar Frosche züchten. Und danach zwische ich euch beiden mal, ihr Bitches. Oder so. So, Frosch züchten mit. So. Ja, ganz viele lustige Meldungen hier. Oh. Da macht man hier eure Liebeleien, ihr Süßen. Wie sieht's bei dir aus? Du hast dein Buch fast fertig geschrieben, meine Gute. Oh, du hast es fertig geschrieben. Was machst du? Selbstsicher. Na gut. Dann kannst du einen Verlag verkaufen. Da klar wählen sie dich. Das wird der Bestseller des Jahres. Ich sag's dir, meine Liebe. Lass dir ein Buch zu Ende schreiben. Das geht mal hin. Jetzt muss ich fast niesen. Ich hab nicht genießt. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde trotzdem mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Hups. Wenn es wieder heißt, für mich Let's Play, sind vier mit der Familie Lemon Cake. Und dann unternehmen die beiden. Wo ist das denn hin? Das denn? Das denn geht einfach hoch? Was macht das? Das denn? Er steht da einfach. Er will plaudern. Und Händchen halten. Das denn? Was machst du? Was machst du da? Geh bitte. Ich finde das gruselig. Sie kann sich ja mal rumschmusen mit Dustin. Okay, ciao!